Sorge, Leute. Hier noch einmal. Aber heute, wir haben Sohne. Eine sehr schöne Sohne. Am Ende, nach so vielen Tagen mit Regen. Ja? Ich fühlte mich wie, wie ein Frosch. Um eine Rana. Ja, wir sind wieder der Julia. So. Was machen wir heute? Was können wir heute machen? Ja, es ist interessant. Wenn ich nicht falsch bin, wir waren an der Kapitel 3. Ja? Und wenn Sie Übung A8 nicht gemacht haben, ich empfehle es Ihnen. Okay, ich war zweimal in der Frankfurter Buchmesse. Ja, verstehen Sie? Frankfurter Buchmesse. Und auch einmal in der Leipziger Buchmesse, la Feria del Libro. Feria del Libro de Frankfurt y la de Leipzig. Überhaupt Frankfurter Buchmesse, zu groß. Okay. Und ich möchte etwas sagen, etwas erklären. Ja? Die Verschiedenheit zwischen die deutsche Buchmesse und die spanische Buchmesse. La diferencia entre la Feria del Libro, la Feria del Libro alemanas y las españolas. In der spanischen Buchmesse sind vor allem die Leser die Ziel. Entschuldigung, das Ziel. Sind die Leser überhaupt das Ziel? En las ferias del libro españolas, el objetivo principalmente son los lectores. Aber in Deutschland, das Ziel sind die Verleger und Buchhändler. Yo creo que entendí la diferencia. En Alemania, en las ferias del libro que he estado en Alemania, el objetivo principal eran los libreros y las editoriales. Mientras que las españolas, la que yo conozco, que es la de Madrid, el objetivo son los lectores. Ya os digo que la de Frankfurt, la de Frankfurt es impresionante. Impresionante. O sea, puedes estar recorriendo pabellones horas y horas y horas y horas. Schön. Paz mía. Ja. Ja, in der Kapitel 3, Übung A9, können Sie die Infinitivkonstruktionen wiederholen. Einfach für Sie. Ja. Auf der Seite 76 können Sie auch Konjunktiv 2 nicht nur Gegenwart, sondern auch Vergangenheit wiederholen. Por eso repasar el Konjunktiv 2 no solamente en presente, sino en pasado también. Was mehr? Ja, die Übung A12. Die Übung A12 lädt Sie ein, ins 15. Jahrhundert zu reisen. Sie bitte a viajar al siglo XV. Y os pregunta, por ejemplo, cómo irías al trabajo, qué harías. Es interesante. Wie hätten Sie dann gelebt? Wie hätten Sie dann gelebt? Cómo hubierais vivido ahí, cómo habríais vivido ahí. Ja. Auf der Übung A13, es geht um die Erfindung des Buchdrucks, das habe ich Gutenberg. Ich finde den Text auch sehr interessant. Und danach bitte ergänzen Sie Übung A14. Hat eine Beziehung mit Konjunktiv 2 in Vergangenheit. Oh, schön. Ja, das ist. Als
Lesung heute, ich empfehle Ihnen einen Text, aber auf Spanisch. Ja. Montag, ja. Letzten Montag, ich weiß nicht, wenn Sie das, es gab ein Interview mit der Philosopherin, die deutsche Philosopherin Caroline Emke in El País. So, ich empfehle Ihnen den Text zu lesen, das Interview zu lesen. Was sagt sie? Auf Spanisch, sie sagt, la pandemia es una tentación autoritaria que invita a reprimir. So, die Pandemie ist eine autoritäre Versuchung, die zur Unterdrückung einlädt. Wenn ich das Interview gelesen habe, habe ich an Viktor Orban in Ungarn gedacht und auch Putin in Russland und Mr. Trump in der Vereinigten Staaten. Ja, es geht um, das Interview geht um, es geht um Coronavirus und den autoritären Versuchen einiger Politiker. So, was mehr? Ja, heute Musik, ja. Ich hoffe, Sergio, dass die Rammstein gehört haben und ich möchte Ihre Meinung wissen, Ihre Meinung darüber wissen. Gut, heute, ich empfehle Ihnen zwei Lieder. Es gibt einen Berliner Sänger, der heißt Herbert Grönemeyer. Von Irina, Herbert. Sein berühmteste Lieder ist Currywurst. Aber Currywurst ist auf ein Dialekt, ein Berliner Dialekt. Su canción más famosa es Currywurst. Sabéis que Currywurst es el plato nacional de Berlín. La salchicha está con una salsa que por cierto está muy buena, porque yo me la hago a veces aquí. Ketchup y, ¿cómo se llama esto? Comino, ¿no? ¿Comino? No, perdón, curry. Ponéis un pedazo, echáis un chorro de ketchup y le ponéis curry y lo mezcláis. Y esto, con una salchicha bien hecha, a la parrilla, sería el plato nacional de Berlín. Bueno, si queréis escuchar esta canción, es interesante, la podéis escuchar fácilmente. El problema es que está cantada en el dialecto berlinés. Con lo cual, algunas cosas no las entiendo ni yo. Porque en Berlín no es tan fácil escuchar dialecto berlinés. Yo personalmente creo haber escuchado dos veces. Alguien se ha dirigido a mí en dialecto berlinés. En cambio, yo os propongo hoy, so ich empfehle Ihnen heute, das Lied zum Meer. Meer von Herbert Grönemeyer. Espero que guste. Und vielleicht können ein zweites Lied ist von einer Gruppe der 70er Jahre. Das Lied ist von 1974, sehr berühmt. Die Gruppe heißt, sie sind noch aktiv, die Gruppe heißt Kraftwerk. Kraftwerk. Und das Lied heißt Autobahn. Sehr lustig. Ich erinnere mich, dass mit meinen zwei Brüdern, wir haben es vielmal gesungen. Okay? Gut, das ist alles. Ich wünsche Ihnen ein sehr schönes Wochenende und wir sehen uns am Montag.